Hallo und herzlich willkommen wir wieder zurück bei Kingdom Come Deliverance. So, halt, das war der falsche Knopf, den müssen wir abdrücken. Gut. In der letzten Folge sind wir hier in Mehro jetzt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sind wir angekommen und hier herrscht eine Seuche. Und ja, wir wollten eigentlich den Gefangenen befragen, aber es entpuppt sich mal wieder nicht alles so einfach wie erhofft. Das heißt, ja, ruf mal Peppels, weil wir müssen ins Kloster. Wir müssen ins Kloster. Kloster, da ist es. Okay. Wir steigen gleich mal auf. Und dann ab durch die Mitte. So, Graf Peppels. So ist feiner. Ich hoffe mal, dass es dann aufhört mit Regnen. So, Kloster. Kloster, Kloster. Hier ist das Kloster. Und Schnellreise. Gucken wir mal, dass wir gut durchkommen. Und ja. So, dann mal. Und es regnet immer noch. Ich wollte da noch was machen. Warte mal, ich wollte noch was einstellen. Pater Noster, qui es in celis, sanctifici. Nein. Spieleinstellungen. Das machen wir mal aus. So, bestätigen, speichern und zurück und fortsetzen. So. Johankauer, die war doch da drinnen, ne? So, gucken wir mal. Nach der Johanka. Da ist sie doch. Oder? Nee, das ist sie nicht. Das ist Bruder Elias. Wo ist die? Da ist die Johanka. So, mit dir wollte ich reden. Mehrojet wurde überfallen und dort wurde die Pest. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Mehrojet wurde angegriffen. Oh Gott, wie geht es Matthias? Wurde am Arm verletzt. Er spielt es herunter, aber die Wunde sieht übel aus. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst, da gibt es noch etwas. Was? Irgendeine Krankheit breitet sich in Mehrojet aus. Das Vieh wurde dahingerafft und jetzt erkranken auch die Menschen. Ich dachte, vielleicht weiß hier jemand, was zu tun ist. Gütiger Himmel, wie schrecklich. Gut, dass du gekommen bist. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann hier. Sprich mit Bruder Nikodemus, dem Arzt des Klosters. Okay. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Alles klar, ich werde ihn suchen. Komm wieder, wenn du mehr weißt. Ich danke dir, Johanka. Dann, hoppala. Jetzt haben wir es. Dann werden wir jetzt mit Nikodemus sprechen. Gott, wir machen das mal noch. Sebastian, der Kustos ist wirklich widerlich. Er kann gemein sein, aber auf seine Art eben auch. Ach, ich weiß nicht. Das ist nicht dein Ernst. Was soll das heißen? Er war wenigstens die ganze Zeit hier, im Gegensatz zu dir. Und überhaupt, das geht dich nichts an. Gott behüte dich. Ja, der Kustos ist widerwärtig, das wissen wir. So. Nikodemus. Bruder Nikodemus. Grüß dich, Heinrich. Im Mehrojet ist die. Irgendeine Krankheit breitet sich in Mehrojet aus. Johanka meinte, du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du? Wie faszinierend.
faszinierend? Es ist schrecklich. Verzeih, ich wollte nicht herzlos klingen. Schon gut. Wichtig ist, ob du uns helfen kannst. Das vermag ich noch nicht zu sagen. Dazu müsste ich mehr wissen. Sag mir, ist das ganze Dorf davon betroffen? Das nehme ich an. Warum sonst sollten sie solche Angst haben? Merhoyet, hat es da nicht ein Gestüt? Was ist mit den Tieren? Haben die sich angesteckt? Ja, da gibt es ein Gestüt. Alle Tiere sind tot. Auch die Pferde, das Vieh, die Hühner. Und nun hat es die Leute erwischt. Höchst faszinierend. Entschuldige. Ich wollte sagen, ungewöhnlich. Kennst du die Symptome? Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich habe viele umfangreiche Werke zu dem Thema hier in der Bibliothek. Beschreibe mir die Symptome, dann können wir dort Rat suchen. Kannst du lesen? Ja, kann ich. Ausgezeichnet. So, folge mir in das Skriptorium. So, womit beginnen wir? Offenkundig stimmt etwas nicht mit Ihrem Verdauungstrakt. Mit was? Mit Ihrem Verdauungstrakt, Heinrich. Ja. Das Problem liegt zwischen dem Mund und dem Arschloch. Aha, klar. Verstanden. Zu diesem Zeitpunkt kann man noch nichts ausschließen. Schau du im Brevarium de Signis Causa nach. Ein namhaftes Manuskript aus Salerno, verfasst von Johann von St. Paul. Aber ich kann kein Latein. Zu deinem Glück übersetzt unser Bibliothekar bedeutende medizinische Werke in die Gemeinsprache. Also kannst du dich sehr wohl nützlich machen. Studiere das Brevier sorgsam und vergleiche die Symptome mit überlieferten Fällen. Das hilft uns vielleicht weiter. Ich hingegen widme mich den erprobten Klassikern. Avicennas Canon Medicinae und Galenos Hauptwerk Ars Medicinalis. Lebe wohl. Könnte es das sein? Nein, wohl nicht. Ein seltsamer Fall. Es stand doch irgendwo hier.
Was haben wir denn hier? Was kann es nur sein? Febris e causa ignota. Was haben wir denn hier? Ich glaube, ich hab's. Ja. Und wie lautet das Ergebnis? Verdorbenes Wasser hat sie vergiftet. Wirklich? Höchst unwahrscheinlich. Doch wenn Meister Johann von St. Paul das sagt, wer bin ich, daran zu zweifeln? Wir müssen sofort eine Arznei zubereiten. Okay, eine Arznei. Ich könnte dabei helfen. Wirklich? Ja, ich kenne mich mit Alchemie etwas aus. Ein Gemeiner, der etwas von Heilmitteln versteht. Wer hätte das gedacht? Ausgezeichnet. Ich gebe dir das Rezept. Und du hast meine Erlaubnis, das Laboratorium des Klosters zu nutzen. Ich gehe sofort an die Arbeit. Und ich eile in der Zwischenzeit direkt nach... wohin nochmal? Merhoyet. Richtig, Merhoyet. Ich nehme Johanka mit. Niemand kümmert sich aufopferungsvoller um die Kranken. Eile mir nach, sobald die Arznei zubereitet ist. Danke, Bruder Nikodemus. Es gibt dort einen Mann, der eurer Hilfe dringender bedarf als jeder andere. Er ist ein wichtiger Zeuge bei einer Mordermittlung. Ausgeschlossen. Wir richten unsere Zeit mit den Kranken nach der Schwere ihres Leidens, nicht nach deinen weltlichen Bedürfnissen. Ja, das haben wir alles gemacht schon. Brauchst du noch Hilfe? Wissen über pflanzliche Heilmittel ist immer eine nützliche Sache. Hör zu. Wir haben einige neue Brüder hier, die mir mit den Verwundeten helfen sollen, aber nicht alle kennen sich so gut mit Kräutern aus, wie ich es gern hätte. Sie brauchen Unterstützung. Ich bin kein guter Lehrer. Du sollst ihnen auch nichts beibringen, sondern mir beim Zusammenstellen unseres neuen Herbariums helfen. Bring mir sämtliche Kräuter, die im Alten erwähnt werden. Das klingt einfach. Bin gleich zurück. Sei nicht so sicher. Manche Kräuter sind scheue kleine Dinger, die sich gern verbergen. Wenn du von jedem eines gefunden hast, komm zu mir zurück. Und noch etwas. Bring mir irgendein altes Buch. Wir kratzen die Tinte ab und nutzen die leeren Seiten für das neue Herbarium. Ein altes Buch? Also gut. Okay. Gott behüte dich. Sammle ein Exemplar jeder Pflanze im Herbarium. Hast du das Herbarium? Gucken wir mal rein. Retterschnaps. Heilmittel für Merhoyet. Wir brauchen Holzkohle, Baldrian und Distel und Wasser. Okay, was haben wir noch? Schlaftrunk. Mehr haben wir noch nicht. Okay, das muss ich mir aufschreiben. Wir brauchen Holzkohle. Holzkohle. Baldrian. Und zweimal Distel. Okay, zwei Handvoll und etwas Kohle. Gib die Disteln in den Kessel und lasse sie kann noch nicht so richtig lesen. Gib zum Schluss die Kohle hinzu, aber lass das Gemisch nicht kochen. Cool.
zur Baldrian. Vielleicht. Können wir nicht weiter blättern. Doch. Stopp. Können wir weiter blättern. Tollkirsche, Wermut. Tollkirsche. Benediktus Distel. Okay. Pest, Wasser, Linderschmerz, Vergiftung im Wein. Wächst in Straßenkriegen, auf Lichtungen und an eher schattigen Orten. Die Distel. Okay, in der Baldrian. Ringelblume, ist klar. Augen brauchen wir nicht. Bliesenkraut, Johanniskraut, Kamille, Minze, Mohnblume, Einbeere, Salbei, Beinwell, Brennnessel, Baldrian. An Waldwegen, in Sümpfen und Torfmoore. Und überall, wo der Boden feucht ist. Okay. Und es regnet immer noch und wir sind müde. Eieieiei. So. Wir können jetzt natürlich auch mal hinten gucken im Kräutergarten. Ja, hier durchs Tor durch. Was im Kräutergarten wächst. Was haben wir denn hier? Augendrost. Löwenzahn. Brennnessel. Brennnessel. Beinwell. Was ist das? Nix. Löwenzahn. Wie geht es dir, Heinrich? Gut, gut, hab zu tun. Was ist denn hier? Kann man das einsammeln? Nee. Okay, wir gehen weiter. Wir müssen Kräuter sammeln. Am Wegesrand. Ich glaube, wir sollten vielleicht in den Wald gehen. Natürlich jetzt nicht so spannend, ne? Kräuter sammeln, was bist denn du? Ringelblume, ne? Wegesrand. Da ist nichts. Brennnessel? Ne, Brennnessel braucht man nicht. Löwenzahn auch nicht. Was bist du für eine? Auch ein Löwenzahn? Aber blauer Löwenzahn gibt's doch nicht. Das ist keine Blume. Oh. Eine tote Kuh. Hat nicht. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Wald. Augendrost. Ringel. Eieiei. Brennnessel. Warum liegen hier so viele tote Viecher rum? Hier auch. Hat
nichts drin. Okay. Gut, das wird sich wohl alles ein bisschen verzögern mit unserer Heilung da in Nehoyet. Wir müssen... Kräuter finden. Okay. Und ich würde sagen, Kräuter finden wir mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und dann befinden wir uns da im Wald. Also bis dann. Ciao, ciao.